Warte. Ihr könnt sogar nicht lesen, was ihr schreibt. Dip, 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 okay, auf Showspiele. Können wir auch noch mal machen. Noch ein Duell auf Show. Sü. Okay, wenn... Geht das? Ah, es war ein ungelegtes Deck, stimmt. Dann... Das hier? Nicht das hier. Wo ist denn jetzt da? Ich spiele dann auch mal ein Deck eher zur Show. Ein Deck, was normalerweise du eher spielen würdest. Wo ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Wow. Okay. Ganz ruhig, Deck. Ah. Okay. Wow. Was ist das für eine Karte? What? Das ist eine sehr interessante Karte. Okay, das habe ich jetzt nicht in dem Deck erwartet. Überhaupt nicht. Verstehe, verstehe. Aber ich kann... Ich möchte nichts machen. Ja, ich möchte nichts machen. Aber ich musste schon mal warnen, das Deck geht auf Synchro-Monster irgendwie. Hätte ich jetzt nicht von dem Decknamen erwartet. Macht irgendwie wenig Sinn. Mein Feld ist aber ziemlich leer. Nicht so gut. Ich bin gespannt, was du da für ein Showdeck hast. Das schon da bisher im Friedhof. Guarded Treasure. Wow, wie geil ist die Karte. Okay. Dawnbreaker Gardner. Oh, nice. Ich kann immer noch nichts machen. Ich muss eine Karte ablegen. Oh, verdammt. Okay, Da meine Taktik wird nicht aufgehen, habe ich irgendwie so das Gefühl. Aber es ist, ich weiß, es sieht so aus, als ob es schlecht laufen würde, aber... Darauf habe ich gewartet. Was für eine verdammt komische Karte. Ich habe die noch nie gesehen, aber die hört sich verdammt cool an. Ja, also keine Ahnung, die hört sich einfach in jedem Sinn overpowered an. Ich wüsste da ein cooles Deck, was da nutzen würde davon. Vor allem jetzt, so, oh, Hilfe. Das ist auch nice. Aber dann verliert mein Monster einen Angriff. Egal, ich muss es trotzdem machen.
Nein. Ich möchte... Na doch, eigentlich dich hier. Um dich hier zu beschwören. Dadurch habe ich jetzt zwei gute Karten. Anstatt nur eine übermächtige Karte. Egal. Nein. Und dich auch noch. Aber du wolltest ein Showmatch. Von dem her. Ich glaube, die Karte sind ganz cool als Showmatch. Jop, jop, jop. Ich mach dir keinen großen Schaden. Tragödia. Die Karte ist... What the fuck? Auch der Effekt ist extrem übertrieben. Nicht nur, dass man sie einfach beschwören kann. Als Level 10 Monster. Aber vor allem wundert es mich halt, dass die in diesem Deck drinne ist, weil, ja. Ich kann es ja eigentlich sagen, das ist ein Ojama-Deck. Stand dabei. Ojama-Turnier. Offenbar. Ja. Ein sehr komisches Ojama-Deck. Und das hier alles. Ja. Synchro-Monster sind eh immer komisch. Eigentlich hat man immer so viele Synchro-Monster wie möglich im Deck. Weil man so gut wie alles eigentlich als Synchro-Monster benutzen könnte. So wirklich ein Thema muss es gar nicht mehr beinhalten. Bringt mir nix. Ah. Nee, bringt mir auch nix. Sü. Wir können ja hier Pegasus-Regeln machen. Man darf den Spieler nicht direkt angreifen, sondern rein durch Schaden. Das war ziemlich heftig. Andererseits, so gute Karte habe ich jetzt auch nicht. Und das wird mir ziemlich... Das würde mir theoretisch helfen. Mindest. Boah, 4200 einfach mal so. Hilfe. Okay, jetzt mache ich mal das hier noch hin. Und dann. Ojama Land. Why not? Ach so, okay. Ist hier aktivieren? Nee, kann ich nicht. Aktivieren wir mal das hier. Das hat eigentlich viel gebracht. Ja. Auf was möchtest du eigentlich bei deinem Deck hinaus? Ach so. Verdammt. Dann warten wir. Karte hat irgendwie auch nicht wirklich das getan, was sie machen sollte. Wenn diese Karte aus der Hand oder vom Spielfeld auf den Friedhof gesendet wird, füge deine Hand jeweils ein grüner, gelber und schwarzer Ojama aus deinem Deck hinzu. Ich habe keine bekommen. Was ist das? Wow, okay. Ein Freund. Hm.
Glaube ich. Nee, kann ich nicht, oder? Nee, kann ich nicht machen. Was? Soll ich mal deine Falle gerade zerstören, alle? Ich hätte hier eine Karte, mit der kann ich alle Zauber und Falle gerade zerstören. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Okay. Ha. Okay, interessante Karte. Habe ich irgendwas Level 1? Ah. Warte mal. What? Das nenne ich mal einen komischen Kartentext, aber gut. Hab ich etwa. Warte mal. Ach so, halt. Synchron, nicht XYZ. Ah. Okay. Was soll ich das? Synchromonster habe alle viel zu lange Kartetext. Die lese ich mir jetzt nicht durch. Angreifen kann ich nicht. Wow, Gott. Moment. Alexander Dragon. Okay. Der hat sich, Fug 2000 mit 4 Sterne? Okay. Cool. Not bad. Meine Ojama-Karte? Keine Ojama-Karte. Ach so. Ach so, stimmt. Kann ich ja machen. Angreifen kann ich eh nicht. What now? Ich mach mal das hier. Nehme ich denn da dafür? Der ja. Und dann. Mal ein bisschen Showmatch mache. Welchen kann ich denn jetzt beschwören? Was? So. Nee, geht. Wirklich. Nicht schlecht. Das ist mal ein Grund, aufzugeben. Wie gesagt, ich kann dir nur damit helfen, dass ich all deine Falle gerade zerstöre. Synchro-Beschwörung. Keine Ahnung, was sie kann. Okay, mach ich mal. So. Dann habe ich auch keinen Ujama mehr. Was? So. Okay, dann machen wir mal das hier hin. Ah, das ist nice. Moment. Kann ich da gerade irgendwas aktivieren aus dem Friedhof? Ah. Hä? Ach so.
Das hattest du schon mal. Dass du da nicht zwei Ausrüstungsgrade gleichzeitig ausrüsten kannst. Mit Rod of Silence. Weiter warten. Okay. Ja, dein Deck scheint im Moment nicht wirklich stark zu sein. Hölle. So. Cool. Will ich das? Ach so. Egal, ob die Stufe von dem reduziert wird. Nein! No. What the fuck? Kann ich das dauerhaft machen? Immer wieder? Interesting. Egal. Bam, Synchro, Shokan, ja. Hab ich denn jetzt noch? Bräunig. Bräunig. Der hat einen langen Effekttext. Wäre sicherlich cool. Und aktivieren. Schön, dass ich die gerade immer wieder beschwören kann, aber die ist ja eh ziemlich unnütz. Was hast du? Ah! Okay. Kann dich jetzt, glaube ich, direkt angreifen. Ich greife dich mal an. Kannst zwar meinen Synchromonster gleich wieder zerstören, aber egal. Ja. Ist ja nur für Synchro wirklich interessant. Ansonsten ist es einfach nur ein Monster, was man immer wieder beschwören kann. Aua. Don't like this. Okay, dann aktivieren wir einfach nochmal ein Synchro-Monster. So. Shit, das war das Falsche. Oder? Nee, was nicht. Stimmt, kann ja. So, und dann kann ich. Next Ojama. Also irgendwie. Also mit Ojama hat es hier nichts mehr zu tun, was das Deck hier macht. Aber okay, let the show continue. Ah, nice. Okay, interessant. Aber ich glaube, so langsam müssen wir das Duell dann auch mal hier. Ich werde mal meine Züge ein bisschen skippen, damit du deine Karte bekommst. Schneller. Ich glaube, so langsam wird es langweilig für die Zuschauer. Ich könnte schneiden, ja. Aber ich ja gut, okay. Ein bisschen schneide kann ich, aber schneide ich immer recht viel Arbeit. Aha, egal, kann ich trotzdem machen, klar. Ich weiß nur nicht, wie man in immer Duell schneiden kann, weil wenn man da einfach mal springt, dann hat man keine Ahnung, was passiert ist. Ich
ich glaube Schnitte im Duell kommen mir nicht so gut. Na gut, kann ja mal das machen. Und mein schönes Student. Das Ding hier aktivieren. Nein. So. Weiter skippen. Was ist das? Was tut das? Chaos Endmaster. Wow, okay. Hast du denn irgendein Monster mit 1600 oder weniger? Aber trotzdem 5 Sterne oder höher? Klingt irgendwie sehr komisch. So. Kann jetzt natürlich den Ding hier wieder beschwören, aber. Ja, dann hast du wohl keins. Ist ja auch sehr spezifisch. Also 1600 oder weniger, wenn es höher als 5 Sterne ist, das ist so. Ich wüsste nicht wirklich, welches Monster. Außer vielleicht Tragödia oder so, was ja. Na nee, wobei es ist Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob Fragezeichen da auch zählt. Okay. Bin mir nichts. Wieso habe ich das gerade überhaupt entdeckt? Maximal noch 10 Züge, ja, würde ich auch sagen. Dann habe ich keine Karte mehr. Verdammt. Okay, das meinst du mit. Sü. Aber irgendwie, also ich habe bei deinem Deck jetzt noch nicht so wirklich das Gefühl irgendwie. Dass du da noch eine große Strategie hast oder so. Ja, muss ich mir dann mal erklären. Ah, okay. Dann brauchst du wohl irgendwie mehr Karten, die dafür nötig sind. Oder mehr Helferkarte, keine Ahnung. What? Okay. Ich glaube, ich mache das mal. Mit was? Nein, ich möchte nichts ankette. Achso, ah shit, ich hätte es ankette. Okay, egal. Dann trotzdem hier. Bam. Und bam. Einfach weil eine von denen gerade noch nicht stark genug ist. Was ich glaube, in der nächste größere Yu-Gi-Oh! Aufnahmesession machen wir einfach mal einen Livestream draus, Kira. Ich glaube, das ist als Livestream auch gar nicht so schlecht. Und je nachdem, ja, kann. Ja, können die Zuschauer halt einfach auch mitreden und schauen, ja. Hast du diese Mistkarte, okay? Bin gespannt, was es überhaupt ist. Ist mir das was?
Ja. Achso, stimmt, ja. Kann er mit dem Monster mit Level 2 oder niedriger beschwören. Wieso zur Hölle? Ich verstehe immer noch nicht. Okay. Ah, ich kann nicht richtig lesen. Okay, beschwören wir nochmal ein Synchromonster. Mit dem hier und mit dem hier. Chunk Destroyer. Darf ich keinen Monster zerstören? Die. Jo, kann ich. Okay, cool. Set auf wie. Na, wo das geht noch. Ah, cool. Shooting Star. Das ist eine nette Combo, definitiv. Aber ich würde sagen, Bam. Ich greife auch mal an. Ah, okay. Ja. Kannst du gerne tun. Ja, gut. Kann eh nichts machen. Moment. Keine Monster können zerstört werden und okay, das heißt, ich kann zumindest mal schauen, was das für eine Karte ist. Das? Achso. Oh. Ich bin ja auch gespannt auf deine Karte. Glaub mir. Ah, die kommt nicht. Guardian of the Order. Okay. Stis, what the fuck? Ja. Was zur Hölle? Die möchte ich auch mal noch beschwören. Einfach nur weil. Keine Ahnung, was die alles kann oder so. Na egal. Einfach mal weitermachen. Arbeitet sich bei solches Showmatches immer ganz gut durch die Decks durch und merkt die Schwäche und Stärke vom Deck. Merkt zum Beispiel, dass es hier kein Ojama-Deck ist, auch wenn Ojamas drin sind und der Name von dem Deck Ojama heißt. Aber das Deck hat so gut wie keine Ojama-Komponente. Okay. Guardian Ethos. Das ist sie. Schlecht? Ja, hast du doch, oder? Achso, eine Ausrüstungskarte für die. Okay. Ich habe keine Ausrüstungskarte. Sorry. Im Deck, glaube ich sogar. Habe jetzt bisher noch keine gesehen. So, ich muss wieder was ablegen. Nee. Freundet.
Ah, deswegen hast du auch so viele Ausrüstungszauber gerade im Deck. I understand. Okay. Meine schönen Karten. 4000. Nice. Aber halt nur so lange. Ja, war eh nur schon. Sowieso. Soll man dann aufhören? Ich habe das perfekte Ende. Ja, hätte ich vorher in Battle Phase machen müssen. Oh, okay. Von mir aus. Ich hätte das perfekte Ende. Oh. Ja. Das Deck ist auch sehr komisch, wie gesagt. Das ist auf jeden Fall ein Turnierdeck. Aber ich dachte, nur Drama-Turnierdeck wäre zumindest witzig. Aber das ist einfach nur krank. Nähert sich dem Ende. Aua. Ach so, das kann immer noch zur Fahrt angreifen, okay. Sü. Was? Aus. Gib mal her. Thank you. Bam. Useless cards. Sü. Um mal eine kleine Combo zu machen. Monster der Animation. Bin gespannt. Aber weißt du was? Ich habe eine Karte für dich, die in dem Deck, glaube ich, echt gut wäre. Kennst du Mahavailo? Heißt ja, glaube ich. Das Monster. Das. Soul Charge. Okay. Bam, 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 bam. Ah. United we stand. Das ist ganz gut. Damit kann ich jetzt zumindest mal eine Tragödie kaputt machen. Was? Maleatus, was? Also, Itus, da. Ja, kann ich machen. Nein! What? Will den Effekt nicht aktivieren. Da. So. Bam.
ist Garden Death Guide. Okay. Bum, 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 bum. Eine Handbeschwörung ist gerade das. Nee, ich kann es gar nicht lesen. Nö, ich kann den Effekt nicht fertig lesen. Keine Ahnung, was die tut. Okay, nice. Gut, dann werde ich es wohl mal beenden. Achso, ne, okay, das bringt nichts. Wie mache ich das am besten? Wie mache ich das am schönsten? Nicht mit der Karte. Ich glaube, nein, die Phase so. Ich werde die töte. Und dann. Oh, ah, shit, kann ich jetzt gar nicht machen. Okay, du bist schon mal dran. Bam, 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 bam. Aua, es wird wehtun. versus 1800, nicht mit Tod. Okay. Gut. Aber es war ein schönes Showmatch, auch wenn, ja, du sehr, 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 sehr spät erst deine Karten bekommen hast. Naja, das stimmt. Also das Deck hat gar nicht funktioniert. So eine Chance, wie man die an dem Deck geben musste, wird immer normale Duell nicht kommen. Ja, okay. Wie gesagt, schau dir mal Mahavailo noch an, weil das wäre eine schöne Ergänzung. Das ist eine Karte, die für jede Ausrüstungskarte nochmal extra Schaden bekommt. Gut, aber ich glaube, das war's dann auch für diese Aufnahmesession.